So, da sind wir wieder. Ja, ich habe die neue Version rein. Jetzt soll es also nicht mehr passieren, dass hier 150.000 Meat-Chunks spawnen. Die sind natürlich jetzt schon gespawnt, das ist klar. Wurscht, nehmen wir jetzt wie es ist, habe ich dir auch geantwortet, Toni. Egal, war ein Bug anscheinend, irgendein Problemchen. Okay, ist jetzt vorbei. Jetzt kann es nicht mehr passieren, oder nicht mehr so krass vor allem. Die anderen Dinge habe ich alle mitgenommen, die wichtigen. Den Dorn, der ist mir jetzt ein bisschen egal. Ich gehe jetzt erstmal ins dunkle Tal, weil ich ein bisschen was abliefern wollte. Nicht dunkle Tal, sondern Armeelagerhäusern wollte ich. Ja, geht auch hier hin, genau. Bin genau richtig. Hab mir meine Modders Keys natürlich wieder eingestellt, so. Wie die gehören und so Scherze. Was ich eben eingestellt hatte, hat ein bisschen einen höheren Loot-Count für die PDAs und so gesetzt. Wobei ich das echt nicht hätte tun sollen, weil wenn ich jetzt sehe, dass ich hier 300 Stück davon immer noch habe, ne, dann ist das schon ein bisschen krank. Wir sehen uns gleich bei der Freiheit. So, Ronin erzählt also gerade, es ist bedeutend besser, einen Löwen zu haben, der eine Armee von Schafen anführt, als ein Schaf, das eine Armee von Löwen anführt. Ronin, du hast es drauf. Wo spawn ich denn eigentlich? Wenn ich diese Transition nehme. Direkt bei der Freiheit drin? Nee, direkt daneben. Das ist ein Dorn, der ist aber außerhalb. Nee, warte mal, ich bin doch drin. Komme ich da jetzt rüber? Nee, ne? Ah doch, da vorne könnte ich rauskommen. Ja. Zum Koch wollte man ja noch. Genau, ich hatte ja auch die Sachen mit. Ich habe doch jetzt genug Toscano-Köpfe. Oder Wodka habe ich sowieso. Irgendwas wollte er noch. Was wollte er noch haben? Wurst? Oder wollte er gar nicht mehr? Auf jeden Fall habe ich die Toscano-Köpfe. Ich habe 14 Stück. 10 will er haben. Kleiner Pisser. Na gut, Meister Koch. Kam der Koch, nahm sie doch. Ach nee, das ist wieder was anderes. Ach nee, ja, ich bin bei der Freiheit. Ich bin schon drin. Okay, warum denn nicht? Gut, hab ein bisschen was wieder anders eingestellt, weil es natürlich original ein bisschen anders steht. Das ist mir egal, ehrlich gesagt. Da lebe ich jetzt mit so rauf. Wieso eigentlich Voronin? Im Moment muss ich jetzt zu Lukasch und nicht zu Voronin. Wieso habe ich jetzt Voronin im Funk gehört? So ein Unsinn. Hi. Ich bin hier für deinen Scheißjob. Habe ich gemacht. Hier. Anscheinend habe ich das schon abgegeben. Wie komme ich jetzt darauf, dass ich unbedingt nochmal hierher muss mit dem Scheißanzug? Lass mich raten, Moment. Natürlich, ich habe das abgegeben, als ich mit dem Koch geredet habe. Und deswegen kam ich darauf, dass ich nochmal hierher muss, weil ich nämlich jetzt Oh Mann, ey, bin ich doof. Das ist, wenn man zu lange nicht mehr, wenn man zu lange Abstände dazwischen hat. Man sollte wirklich das machen wie viele andere und sollte wirklich eine Stunde am Stück aufnehmen. Naja, dafür zocke ich zu gerne auch andere Sachen. Ist ja egal. Außer eine Stunde am Stück, da komme ich auch nur auf 2 Videos. Bei meiner Länge. Oh Mann. Koch, wir werden ein kleines Gespräch führen jetzt. Ich hoffe, dass es effektiv ist und dass es Früchte trägt. Oh, ich bin vorbeigelaufen. Wahrscheinlich bin ich genauso besoffen wie Koch. Hi, du kleiner Knallkopf. Ich hab deinen Scheißdreck. Mesa hat gesagt, du weißt was über den Teleport. What Teleport? Ich muss nach Pripyat. A bottle of vodka would be nice, but 10 would be better. Okay, and 10 Toscano heads. Er ist ein Aperitif. Okay. Ja, hab ich doch. Hä? Kann ich das nicht ab... Oh, was ist denn das für ein Blödsinn im Moment? Hab ich einen Blödsinn gemacht? Collect the heads of Tuscanos. Hab ich gemacht. Ice Wipe. What do you want? Shouting your head off around here. People think you're preventing us. Was? You're preventing us? Prevent ist doch eigentlich, Prevent ist doch Verhütung. Oder sowas. Also vermeiden, verhüten. Naja gut, also hier ist der Wodka und die Toscano-Heads. Und jetzt, okay, ich muss das andere sagen. Das andere klang so ablehnen, deswegen habe ich gesagt, ich mach's nicht. Okay, ich habe einen Fehler gemacht. Egal, hier ist dein Scheißdreck. Come back later, it's not ready yet. Du kleiner Mistkerl, du kleiner, hoffentlich lohnt sich das wenigstens. Ich meine, gut, Toscano-Köpfe, wo ist die Schwierigkeit? Aber hoffentlich lohnt sich es wenigstens. So, jetzt gucke ich mal kurz, ob sich's lohnt, hier noch zu bleiben oder mal irgendwas nachzugucken hier. Sondern hier, lass mich raten, Meat Chunks sowieso. Ja komm, ist mir egal, ich nehme sie mit.
Wenn sie schon nicht. Oh, Goldfisch stehen. Nehme ich auf jeden Fall mit. Night Vision an, bitte, und ab nach draußen. Goldfisch kurz vor der Stalker-Basis, die jetzt eine Stalker-Basis war, die ehemalige Tutti-Basis. Die Farm. Möchte ich haben. Goldfisch möchte ich haben. Immer her damit. Ey, du Knallkopf. Sag mal, wie viel Wodka habe ich denn eigentlich noch? Ich muss mal zu Sid, glaube ich, und muss ein bisschen Wodka handeln. Ja, 49 jetzt natürlich, nur egal. Ey, du. Sag mal, willst du mich verscheißen? Hier, können wir reden? Okay, danke. Hier, gut, trink. Yes, bla. Du sagst mir was, das ist schön. Okay, und der Cook ist bestimmt der Drinking Part of the Zone, aber wir haben ja auch gut getrunken. Schon wieder da besoffen. Verstecke. Jo, komm, mach keinen Blödsinn. Oh, Hauerhai. Ja, das sind Moonlight. Oh, gibt's noch ein paar andere. Ah, Steel Color Bock. Moment mal, normalerweise spawnen doch nur normale Color Box. Aber kann ich jetzt vielleicht auch die Verstecke looten? Das ist mir aber zu riskant, wenn dann mit Radioprotektor einmal drin strahlst wie Hulle. Ja, das sind aber alles noch Meat Chunks. Ne, Slime, aber es sind trotzdem noch so viele Meat Chunks, aber tatsächlich ist hier ganz schön lustiges zu Fire Dummy. Hä? Wieso spawnen hier so High-Tier? Die Seele nehme ich mir auch mit. Da ist ein Versteck. Das ist genau das, was ich gerade gekriegt habe wahrscheinlich. Hiding Place in the Village. Inside Lorry Cab. Das ist ein Taxi oder so, ne? Lorry Cab? Oder ist das Lorry? Ist eigentlich die Schubkarre? Nein, ist egal. Gucken wir mal. Vielleicht soll es ein Planwagen sein oder so. Oder ein Pickup. Keine Ahnung. Loki, Loki, Chip, Chip. Die werden hoffentlich nicht meine Feinde sein, die da rumstehen. Das wäre sonst auch noch. Aufpassen ein bisschen. So, da ist was. Du bist wahrscheinlich nur ein Meat Chunk, ne? Ja. Aber da hinten war noch ein Goldfisch und daneben ist gleich das Versteck. Lorry Cab. Ach, ein Planwagen ist ein Lorry Cab. Okay. Okay. Her damit. Das müsste im Fahrerhaus sein, unten im Boden. Oder? Werkzeugkasten. Super lohnenswert. Beschissene Dreckspatronen. Ach Leute. Manchmal weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Okay. Ja, für einen Wodka. Ich habe nichts dafür bezahlt. So ist. Slime. Meat Chunk. Ja, hole ich mir auf jeden Fall auch noch. Ja, und wie gesagt, die anderen Sachen sowieso. Wieso gespawnt so verbesserte Dinger schon? Gibt es das jetzt wirklich? Oder habe ich das da hingeschmissen? Oder was ist da passiert? Ich nichts verstehen. Ich nichts Deutsch. Da ist auch noch was da unten. Mal gucken, was das ist. Das ist ein Meat Chunk. Ja, nehme ich aber mit. Hi du, was hast du denn da unten? Das ist ein Slime. Ja, das lohnt sich jetzt nicht wirklich. Du bist Wolf? Nee. Du bist Artie Neujasmi, was auch immer. Wie geht's dir so? Okay, tschüss. Das war ja sinnvoll. Wolf? Bist du gerade am Feuer oder was? Oh. Вали нахрен, брателла. Стой. Вали его. Vergessen die jetzt, dass ich einen Wodka geklaut habe? Ich hoff's. Okay, hier drüben geht's hin. Das war zu verlockend. Das lag da so neben dem Lagerfeuer. Meat Chunk? Nee, das ist eine Soul. Auch nicht schlecht. Können wir verarbeiten, warum denn nicht? Und das ist ja bloß der tote Typ, ne? Den ich ja eh, ja klar, das ist ja der Informant, den ich schon längst getötet habe. Wie gesagt, so ganz koscher ist der Spielstand eh nicht, aber ja, mal gucken, wie weit wir noch kommen. Was haben wir jetzt hier drüben? Meat Chunk und da hinten war da unterhalb war aber ein Fire Dummy. Ich würde aber erst nochmal zum Ding zurückgehen, weil ich muss dann eh jetzt nochmal, oh, was haben wir da hinten überhaupt? Auch ein Meat Chunk. Da geht's dann wohin? Zum Radar? Nee, ja, doch. Ich muss dann eh nochmal, wie gesagt, ATP. Ich will nochmal ATP gucken, ob es da noch irgendwo eine Glasperlen gibt, die ich vergessen habe, vielleicht übersehen habe, nicht genommen, weil mir es zu stressig war. Keine Ahnung.
Vielleicht sind welche gespawnt, wäre auch nett. Ich hätte jetzt gern noch einmal Glasperlen. Ich würde es auch als Belohnung von irgendwelchen Wissenschaftlern oder Jägern nehmen. Das Problem ist, gibt es die als Belohnung? Das ist so die kleine, aber feine Frage. Ich muss da lang. Um zum Meat-Chunk zu kommen, ne, das ich jetzt noch mitnehmen will. Ja klar, hier oben ist die Barriere gewesen. Und irgendwo hier muss ein Meat-Chunk sein. Das ist kurz vor der Transition. Kurz vom Übergang. Was labert ihr, wenn? Seid alle Duty, oder? Freedom, meine ich ja. Sorry, tut mir leid. Hab ich ja gemeint. Ich wollte euch nicht beleidigen. Wobei ich glaube ich echt eher. Also wenn ich das mache, dass ich mich jemandem anschließe, dann Duty. Was ist denn da los? Tischkanos oder Ratten? Würdest du bitte die Waffe in die Hand nehmen? Danke. Da liegt's. Das war ja nur ein Meat-Chunk, ne? Das sind nur Ratten. Wenn sie mich angreifen, kriege ich halt ein oder zwei eine aufs Maul, bis sie mich nicht mehr angreifen. Dann ist auch gut. Ah, okay, ich bin eh schon wieder weg. Tschüss. Weil das brauche ich jetzt nicht, den Blödsinn mit Ratten. Ich wollte aber eigentlich noch zum Meiser, wie auch immer der Knallkopf heißt. Wuchermensch, keine Ahnung. Ja, der hat schon relativ hohe Preise. Dafür hat er halt NATO-Waffen, das ist das Schöne an ihm. Ich bin mir nicht sicher, welche NATO-Waffen ich jetzt noch nicht habe. Problem ist, Moment, wo geht's lang? Hier, ne? Wenn ich zur Freiheit will, ja. Also die Basis meine ich. Ach so, Moment mal. Es gab ja noch mehr, was ich noch mitnehmen wollte. Ja, oh, das wandert. Wieso wandert das? Das wandert. Ist mir egal, ich nehme es mit. Ach, das scheppert immer so. Aha. Ja, das andere ist die Markierung. Egal, die ist mir jetzt wurscht. Das ist auch ein bisschen buggy. Wie gesagt, ich hätte wahrscheinlich die Typen vorher nicht killen sollen. Oder hätte mir den Auftrag gleich noch holen sollen. Ja, irgendwo habe ich Mist gebaut. Moonlight. Okay. So, jetzt sollst du nochmal schnell zur Freiheit rein. Ich habe vergessen, mit Mieser zu reden. Vielleicht hätte ich jetzt mal die RPG. Normalerweise, die gibt es doch hier. Es ist zwar eigentlich hohl, aber normalerweise hat der die Bumblebee. Schmeiß mich jetzt nicht raus. Doch, machst du. Warum? Warum machst du jetzt einen Crash? Wir sehen uns gleich. So, da hat mich doch interessiert, ob meine Sachen erhalten bleiben. Bis jetzt sieht es so aus. Die Fruit Punch ist immer noch da. Wieso wird die als Feuer angezeigt? Das macht ja gar keinen Sinn. Ach so, Quatsch, der... Dahinter ist eine Feuer. Also manchmal habe ich es schon echt drauf. Mein Gott, bin ich doof. Ehrlich, manchmal bin ich blöd. Das hier ist so risky, hier durchzukommen irgendwie. Okay. Ja, ja. Naja, einmal latsche ich irgendwo rein, was soll's. Wieso habe ich eigentlich da hinten was hingeschmissen? Das ist bestimmt nur Wecke. Oh fuck! Was soll denn der Scheiß jetzt? Wo ist das Artefakt? Hä? Lass mich raten, es ist im Boden gepackt. Natürlich. Ich sehe nämlich keins. Da ist es. Okay, das geht ja noch. Das kriegt man, glaube ich, wieder. Ja, ich glaube, ich hab's. Nee, ich hab's nicht. Wenn es rauskommt, gescheit, könnte ich es kriegen. Es wandert nämlich so ein bisschen im Boden. Ich glaube, ich hab's. Das ist da nicht mehr zu sehen. Okay, gut. Mann, das ist sowas nervt. Und diese scheiß zwei Banditen, die das da gerade schon wieder waren, haben auch ein bisschen genervt. Was soll denn der? Ach nee, das ist der. Ja, ja, das ist der dahinter. Okay, alles gut. Was soll denn die Scheiße? Na? Sandwich. Wow! Das muss ich zurückstellen. Das ist zu krass.
Ich meine, jetzt lasse ich mal die zwei Arschlöcher so, weil sie mich eh genervt haben. Aber der Wodka ist alles okay, aber die dürfen nicht so viel, sag mal. Nee, das ist schon der dahinter. Die dürfen nicht so viel gute Medkits haben. Also das kann nicht sein. Das liegt dann wahrscheinlich doch, da habe ich irgendwas zu krass eingestellt, nehme ich an. Das darf nicht sein. Ja, okay, das ist normal hier. Ja. Nahrung, Wodka, logisch. Munition. Das wollte ich so. Das ist okay. Aber ich, naja gut, dann war das andere wahrscheinlich jetzt halt echt einfach. Der hatte halt mal gute Sachen. Ach, so ein Idiot. Ach ja, genau. Und das war meine Snowfall, aber das dauert ewig. Nee, hat's überhaupt nicht. Das hat 5 Minuten gedauert. Das Zeug habe ich schon eingesammelt. Mein Gott, Kuni, bist du doof. Oh, die wird sogar als schöne Schneeflocke angezeigt. Okay, die bleiben mir erhalten. So wie es aussieht. In irgendeine latsche ich jetzt rein. Aber egal, was soll's. So, da ist mein anderer Quatsch nämlich auch fertig geworden. Ach, meine nächsten Skin. Genau. Jetzt muss ich mal gucken, was ich für die nächste Erweiterung der Skin-Reihe brauche. Nicht auch noch wegbacken hier. Aber du siehst greifbar aus. Okay. Da ist ja auch noch was da hinten. Habe ich da was gekocht oder ist das... Aufpassen, Mann. Oder ist das so entstanden? Nee, ich glaube, da habe ich auch ein Skin reingeschmissen, weil es nämlich dasselbe war. Oh, fuck. Ja, da. Da liegt's. Da ist es. Also es müsste das Kind sein. Ja, ist es. Gut. Was ist denn eigentlich in den Kisten drin? War da was drin? Sorry, ich habe gerade die Fresse nicht am Mikro gehabt. Vielleicht war ich ein bisschen sehr leise, es tut mir leid. Oh, wie ich's hasse. Ich's einfach nur hasse. So, so. Oh, wow! Ach, da waren Granaten drin. Wenn ich jetzt das Fass wirklich erwischt hätte, das hätte wehgetan. Glaube ich. Ich glaube, in Stalker war das so, wenn man ein Spritfass mit Messer aufsticht, geht's hoch. Es ist zwar nicht logisch, aber ich glaube, es war so. Okay. Ja, halt doch die Schnauze. Sag mal, ich habe den ganz am Rand nur. Wieso hat denn der ausgelöst? Lass mich in Ruhe, du Scheißding. Okay, gut. So, jetzt hole ich mir noch die Seele ab. Und dann, ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir echt nur noch in den ATP, gucken kurz auf die Karte und das war's, weil das ist schon wieder viel zu lang, es ist nichts passiert. Gut, was wir gelernt haben, die Anomalien bleiben bestehen, die ich erstellt habe. Ich weiß nicht wie lange, aber im Moment bleiben sie bestehen. Mal schauen, was die nächste Emission spricht. Ich glaube, ich kann echt langsam das aus... Nee, kann ich nicht. Mal schauen, was die nächste Emission spricht. Und jetzt wollte ich noch gucken, aber das machen wir noch, glaube ich, schnell. Was ich brauche, um die nächste... Welche Anomalie? Na, gib mir den Scheiß. Da ist noch was. Ah, das ist wieder nicht zu sehen. Ach, die schwebt da oben. Die sind wieder oben hingekommen. Na, danke. Hauptsache, ich hab sie. So. Jetzt habe ich jede Menge von diesen Fury Soul, wenn ich das richtig sehe. Ne, nee, Quatsch. Von den Crystal Soul. Und daraus könnte ich jetzt Electro Soul machen. Nee, Fervens, wie auch immer die Scheißdinger heißen. Ich habe im Moment Health 400, Radiation 15, Bleeding 200. Alles ist besser. Alles. Radiation bleibt, Bleeding wird besser, Health wird besser und Stamina wird hoch statt niedrig. Also, das heißt, und außerdem ist es einfach mal statt 13.000, 20.000 wert. Also wir machen daraus die anderen Dinger. Das machen wir aber, glaube ich, in der Elektro. Da war doch was, ne? Pritzel, 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 pritzel. Mann, ey, wie ich das Geräusch in jedem Stalker-Spiel hasse. Egal. Angeblich kann man jetzt 5-minuten-mäßig Artefakte herstellen. Das habe ich aber auf False gelassen. Ich weiß nicht, ob das jetzt dann trotzdem geht. Das wäre scheiße. Ich bin nicht dran. Okay. Muss näher ran. Jetzt. Jetzt vielleicht. Weil das fände ich ein bisschen doof. Wenn es jetzt so. Das darf ruhig die Zeit dauern, weil dafür kriegst du ja ein geiles Artefakt. Dafür bräuchte ich eine. Sorry, das hat gleich einen Bums gehört. Ein Fire-Dings-Bums. Wie viel habe ich denn davon? 2 oder. Wenn ich 2 habe, mache ich 1.
Ich kann mir sogar ein blaues machen. Aus dem grünen. Sag mal. Da. Ja, ich habe zwei. Passt. Also machen wir das. So ein grünes Start. Okay, dann weiter. Ja, das darf ich auf keinen Fall machen, weil ich brauche die Glasperlen eben. Darum ging's ja. Und die, da ist es, Fervent Soul. Eine Stunde dauert, das geht schnell. Los geht's. Eins. Zwei. Drei. Lassen wir ein oder zweimal so in dem anderen Stadium. Passt schon. So, jetzt aber noch. Ich fürchte fast, das schaffen wir gar nicht mehr. Moment. PDA. Enzyklopädie. Artefakt, Transmutation, bla bla bla. Transition Points. Habe ich einen neuen gefunden? Welchen? Radar Tyanta. Ach so, das ist der zurück. Den habe ich noch nicht genommen. Ich habe den vom Yanta zur Radar genommen? Nee, hä? Komisch. Brauche ich nicht. Artefaktrezepte. So, jetzt muss ich gucken. Weil ich verpeile das jetzt bestimmt. Mother Speeds with a Fruit Punch. Ja, aber ich will ja nicht die Mother Speeds. Ich möchte ja eben... Früher hieß das Ding übrigens nur Mamas Perlen. Schon die Glasperlen, die ja eigentlich gar nicht Mamas Perlen sind. Ne? Die hießen damals schon Mamas Perlen in der ersten deutschen Übersetzung. Die war ein bisschen seltsam. Egal. Porcupine und so weiter brauche ich alles nicht. Scale. Skin in a World Gig. Wie lange? 5 Stunden. So, World Gig ist doch so ein hässliches Wirbelsturm-Dingsbums, nicht? Ist es vielleicht sogar dasselbe? Oh, ich habe doch... Habe ich nicht gerade die Ding auch in den World Gig reingeballert? War das nicht so? Wir schauen mal, was das hier... Nee, das ist keine World Gig. Was ist denn das? Wir fragen mal unseren... Ich bin immer zu blöd, um die zu unterscheiden. Ja, jetzt geht's wieder nicht auf. War ja klar. Jetzt haben wir wieder den Bug, dass das Gerät Ewigkeiten braucht. Das Schöne ist, es geht teilweise trotzdem genauso lahm, obwohl ich die Aufnahme nicht laufen habe. Von daher ist es scheißegal jetzt. Komm, jetzt mach das Gerät auf, Mann. Ein bisschen zu Snitch könnte noch gehen. Wie gesagt, ich habe über 300 solche Military PDAs und ich brauche mir keinen Detektor für die verschiedenen Mutantenarten reinmachen, weil ich den in mein Bioradar habe automatisch. Gut, ich kann nur unterscheiden zwischen warmblütigen Jägern, kaltblütigen Jägern. Ja, sowas halt, ne? Das, oh, fuck. Bleib liegen. So, jetzt hat er immer noch nicht aufgemacht, ne? Ich hätte aber ganz gern, dass du aufmachst. Ich denke, das ist keine World Gig, aber das dahinter, glaube ich. Aber schauen wir mal schnell. Komm, jetzt mach mir doch mal die Erklärung auf. Das ist doch nicht so schwierig, oder? Was habe ich ansonsten für ein Blödsinn dabei? Irgendwas hat er noch gehabt wegen Tears. Ach ja, der hat mir gerade hergeholt. Ich habe lauter Fire Tears gemacht. Ich könnte aus den Fire Tears natürlich jetzt Chimera Tears machen, ne? Ach nein, ich habe Fire Tears. Hä? Moment mal, wo habe ich denn jetzt die Fire Tears her? Ich verstehe es wieder nicht. Warte mal. Ich hätte aber auch zu viel Fury Soul. Die könnte ich auch noch in die Crystal Soul wenigstens machen. Hier, ich habe jetzt 3 Cola Box noch. Und einen fertigen Steel Cola Box gefunden. Das heißt, ich habe 2 Steel Cola Box. Nein. Doch. Tatsächlich. Sogar so wie es aussieht, 2 Titan und 2 Diamant. Also jetzt wird es ja wohl pervers. Das halt 9 plus Ultra davon ist dann die 4. Aber was hätten der Diamant-Kohle-Bock für einen Vorteil? Chemical. Strahlt genauso, aber Chemical. Er strahlt sogar weniger. Der hat Chemical. Das ist nicht schlecht. Weil Chemie habe ich ansonsten... Warte mal. Habe ich das nicht auch hier drin? Nee, doch nicht. Habe ich ansonsten tatsächlich nur in der Pellikel, soweit ich weiß. Chemieschutz. Nee, muss ich woanders drin haben. Ich habe 43% plus. Wo habe ich denn scheiß Chemieschutz? Ah, in der Steel Scale. Aha, okay. Wie war denn das mit dem Controller Scalpel? Könntest du mir jetzt mal zeigen, was... Mein Gott, ey, machst du mal das scheiß Gerät auf? Ist denn das so schwierig? Das sowas nervt.
Dass das jetzt auch was weiß ich wie lange dauert. Sehe ich im PDA, was es für eine Anomalie ist? Nee, da verwechsel ich jetzt was mit Call of Chernobyl. Habe ich übrigens mal reingeguckt. Ist interessant. Aber völlig anderes Spielprinzip. Muss ich ja mal angucken. Völlig anderes Spielprinzip. Da herrscht Dauerkrieg. Da muss man echt gucken, was man tut. Und ich muss erst mal gucken, wie ich Geld verdiene am besten. Da muss ich mich nur ein bisschen reinfuchsen und dann, wenn ich das sinnvoll starten kann, machen wir da was. Jetzt könntest du das bitte noch öffnen, so zum Abschluss. Das wäre nicht schlecht. Er will nicht. Das ist irgendwie ziemlich schade. Mal feststellen. Wenn ich jetzt weiterrenne, macht das bestimmt auf. Wisst ihr was? Wir sehen uns. So, da habe ich sie. Das ist es. World Gig. Ich habe normalerweise die Skin mittlerweile dreimal oder so. Oder sogar vier. Also werden wir einige mal da reinballern. Gucken wir mal schnell, wie viel Skin wir haben. Vier. Also. Start. 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 Aus. So, jetzt hatte ich aber noch eine Pellikel übrig. War das richtig? Ich hatte doch jetzt noch eine Pellikel im Inventar, die ich nicht gebraucht habe. Weil ich ja trotzdem, ich habe genug Chemieschaden. Schaden vor allem. Widerstand. Ich habe vielleicht einen Schaden in der Platten. Ja, das kann passieren. So, ich mache mir jetzt gerade Scale. Gut, und habe trotzdem hier noch zwei Skin. Habe ich echt fünf Skin? Wow. Ich habe doch jetzt gerade dreimal die Skin da reingeschmissen, oder nicht? Na, wir warten mal ab, okay? Wir warten mal ab, weil ich möchte nämlich gern jedes Produkt eben mehrmals haben, einfach, ganz einfach. Ich habe hier allerdings, wie gesagt, jetzt schon viel zu viel jeweils von den Kohlebox, weil ich, so wie es aussieht, Titan Kohlebox, wenn ich das gerade richtig interpretiere, sind das auch mehr als zwei, sondern das sind drei oder vier oder fünf? Fünf? Echt fünf? Nee. Ernsthaft? Doch, das sieht mir aus wie eine fünf. Das ist krank und also... Wir werden ein bisschen verkaufen, ein bisschen wegstashen. Ich werde einiges wieder wegtun. Ich werde jetzt noch ein bisschen aufräumen. Also, das heißt, was passiert jetzt? Ich gehe jetzt zu den Wissenschaftlern. Guck bei denen, was ich kaufen kann. Knall denen ein bisschen was in die Schatzkiste rein. Also die Kiste von mir, die ich bei denen habe. Ne? Diese blaue, die ja safe ist. Das ist eine Safe-Kiste. All dieweil, das wiegt alles. Ich brauche das ganze Zeug nicht. Manches verkaufe ich vielleicht. Ich habe viel zu viel. Ich habe dermaßen viele Artefakte. Das ist bäh. Das ist richtig bäh. Dann gehe ich zurück in die Bar und klatsche mir mein Inventar leerer. Erstmal kommt das weg, definitiv. Ich denke, auch die werde ich nicht mitnehmen. Ich werde als Maschinenpistole, wenn, dann die FMP90 mitnehmen. Die rotzt die hülsenlose Munition in einer schönen Geschwindigkeit raus. Dann werde ich mir mitnehmen die UICW. Und die Barrett eben, die Panzerbüchse, ja, doch, brauche ich. Wenn ich jetzt noch nach Tschernobyl gehe, die brauche ich doch. Das Ding wird wahrscheinlich noch verkauft werden. Genauso, da muss ich gucken, ob ich die Enfield schon habe in der Kiste. Ansonsten alles raus, 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 raus. Was ich nicht habe, verkaufen. Was ich doppelt habe, meine ich, sorry. Dass mein Inventar ein bisschen leerer wird, ein bisschen. Ich meine, ich bin sowieso ein kranker Mensch, aber ein bisschen leerer darf es werden. So, und dann rühren wir uns wieder im ATP. Sehen wir uns wieder. Dann gucke ich nochmal nach Glasbeats. Wobei des Sinnes halber sollte ich vielleicht erst in ATP. Komm, vergesst es, was ich gesagt habe. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Im nächsten Part geht es in ATP. Das machen wir zusammen und zwar jetzt gleich. Nachdem ich mein Inventar ein bisschen aufgeräumt habe, so das Grobe raus, was ich absolut nicht brauche und was ich aber aufheben möchte. Weil... Wenn, dann möchte ich als den Wissenschaftler mit den Glasperlen, ja. Darum ging es ja. Also. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ist jetzt halt nur mal abholen gewesen, vergleichen. Wir haben das Update gemacht. Wir haben also dieses Meat-Chunk-Problem hopefully nicht mehr. Natürlich jetzt, wo es schon gespawnt waren, waren sie trotzdem da. Ist klar, ich habe gesagt, ich lasse. Ich habe sie. Ist in Ordnung. Ist nicht die feine Art, aber war ja ein Game-Bug. Sorry, habe ich halt jetzt genutzt. Ist recht. Mach was draus. Kann ich hier nicht viel mit anfangen. Meat-Chunks sind nicht so viel wert. Was haben wir sonst gemacht? Wir haben festgestellt, dass meine eigens erschafften Anomalien halten. Dass es die gibt. Und wir haben die Sachen abgeholt. Naja gut. Mehr war es jetzt leider nicht. Tut mich sorry. Aber noch maximal zwei Parts. Dann hört die Hin- und Herbrennerei auf. Versprochen. Dann geht's nach Pripyat.
Munition habe ich definitiv genug für meine Zauberwaffe. Ah, jetzt ist ja die Porcupine ist auch noch fertig geworden. Ich nehme an, da habe ich eine Storm Porcupine draus gemacht. Ist bestimmt auch hier, ne? Natürlich. Gerade bin ich zurückgelaufen. Jetzt ernsthaft? Alter, nein, jetzt gehe ich nicht mehr hin. Jetzt ist mir zu blöd. Bis gleich. Also bis später. So rum. Nicht bis gleich. Also ja, außer ihr guckt es vielleicht nacheinander. Bis zum nächsten Mal. Eieieiei. Ich habe höchstens die Chance, dass vielleicht ein Jäger mir als Belohnung ein Glasbeats gibt. Aber das ist unwahrscheinlich. Warum ist eigentlich der Wissenschaftlerauftrag diesmal nicht gekommen? Wahrscheinlich, weil der Heli da verbuggt ist. Weil normalerweise hätten die Wissenschaftler ja noch so ihre Kumpels abholen wollen. Das ist ja das, was beim letzten Mal, im letzten Durchlauf, so gnadenlos schiefgegangen ist. Wo ich den Typen dann knallhart erschossen habe, weil er vor der Tür stand, der blöde Arsch. Und es ging nicht weiter. Das war doch das Ding. Naja, also bis dahin. Ah, was ein Mist, ey. Oh, die nächsten Souls. Ach ja. Oh, ist schon eine Stunde fertig. Na, die hole ich mir gleich noch. Was soll's. Komm. Obwohl, ich muss doch eh wieder hier zurück. Scheiß drauf. Ah, Mann, Entscheidungen.